Jo Leute, und willkommen zu einem neuen Format, wo ich Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur vorstelle. Beziehungsweise Fanart zeige, die ich gefunden habe. Währenddessen werde ich auch immer den Trailer einblenden, da wo die Starter gezeigt werden, wurden sind. Das war vor 2-3 Wochen. Ich glaube ja, ne? Genau, da wurden die neuen Starter auch gezeigt, veröffentlicht. Ich werde direkt mal ein Fazit darüber geben. Ich habe jetzt auch hier so ein paar Bilder. Hier, kann ich mal öffnen. Und zwar, hier die zwei habe ich gefunden. Waren schon schlecht, schon zu süß. Ja, ich würde sagen, fangen wir mal gelegen mit, ich glaube, Filuri heißt sie, ne? Filuri. Das mache ich mal nebenbei. Ja, steht hier Filuri, Kofel und Quacks. Filuri. Finde ich vom Design her gar nicht mal so schlecht. Die hatten zwar immer öfters mal ein Katzen-Pokémon, aber halt nicht als Starter gab es auch schon mal ein Katzen-Pokémon. Ja, ja, ja. Ein Feuerstarter, ne? Ich glaube, das war 5. Gen. Da wurde die Katze nachher zum Zweibeiner mit Muskeln, ne? Ja, glaub schon. Ja, deswegen, ich finde es zu viele Katzen, aber okay. Das Design sieht sehr cool aus. Ist nichts Neues, finde ich. Aber ich würde schon sagen, schick gemacht. Dann kommen wir zu Krokel. Ich glaube, es ist vielleicht so Krokel, ne? Krokel. Krokel, ja. Das ist der hier. Sieht niedlich aus. Was heißt niedlich? Es sieht auch teilweise ein bisschen verstörend aus. Aber ich finde das Design auch sehr krass gemacht. Wenn ich ehrlich bin, würde ich den als Starter nehmen. Soweit die Endstufen auch mir auch gefallen. Zum Pokémon soll ein Krokodil ähneln. Halt Krokel, ne? Kennt man ja Krokel, Kokeln und Krokodil. Und wir hatten schon mal ein Krokodil. Aber nicht als Starter und das Design halt finde ich gut. Würde mir am besten gefallen. Klar, soll ich ihn ja nicht nehmen. So, und dann kommen wir kurz zum Wasserstarter, Quacks. Was mir auch gerade einfällt, die Endstufen sollen auch so eine gute Kombination sein. Ich hoffe, die kriegen dann auch eine gute Kombination. Weil früher war das ja so, dass das nur ein Typen basierend ist. Besser wären immer zwei, ne? Gab es auch beim letzten Mal, aber ich hoffe, das wird es auch wieder geben. Und dann gucken wir mal, welche zu welchem mir passt. Da haben wir hier Quacks, der Wasserstarter, so eine Ente darstellen. Ich finde diesen Beutel um den Kopf komisch. So, vielleicht seine Frisur sein. Könnte was werden, weiß ich nicht. Aber ich halte auch nichts davon. Ist nicht so viel ausgedacht. Ist der zwar diese Mütze oben am Kopf, aber alles andere ist halt so schlicht. Ja, weißt du, was ich meine? Ganz schlicht. Und ja, ich bin einfach nur gespannt, wie die Entwicklung halt wird. Und kann auch nicht so richtig sagen, welchen Starter ich nehme, aber zurzeit halt der Feuerstarter. Ich bin auch immer so diesen Feuer. Ich weiß nicht, immer dieser Feuer waren. Ich weiß nicht wieso, aber ich nehme mal den Feuerstarter. Entweder Feuer oder Wasser. Noch nie Pflanze genommen. Noch nie. Sorry. Das ist das. Oh, jetzt liege ich was. Nee. So. Dann haben wir zwei Pokémons, wo man gemunkelt hat, dass es was ist. Ich glaube aber, dass es aber auch jetzt bestätigt ist, dass es keine Fakes sind. Dass es Fakes sind. So, dann zum einen haben wir hier den. Man erkennt nicht so viel.
Ein bisschen verschwommen, ne? Bisschen ist gut. Das Gesicht guckt irgendwie aus einer Hülle raus. Soll, glaube ich, ein Käfer sein. Hier so die Beißer. Mal gucken. Vielleicht wird es irgendwann mal enthüllt oder so. Vielleicht. Dass das irgendwann doch real ist. Genauso wie hier der Kollege. Ja. Das sieht aus wie ein Artwork vom Spiel. Auch eigentlich auch gut gefaked, ne, wenn das so ist. Hier ist eine Krabbe. Würde auch zum Setting halt gut passen, weil es ja in Australien oder Spanien, ne, stattfindet. Ja. Sieht. Ich würde es akzeptieren, sagen wir es mal so. Ich würde es nicht nehmen, aber ich würde es akzeptieren. Könnte was Gutes werden, aber man weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das ist fake oder nicht fake ist. Ich habe es halt rausgefunden und dachte mir, oh Alter, das sieht aber krass bearbeitet aus, wenn es fake ist. Und genau, das ist dies. Dann haben wir halt die einzelnen Entwicklungen, die ich gefunden habe als Fake-Starter, also Fakes. Zum einen halt die zweite Stufe, davon habe ich auch welche. Fangen von vorne an. Der Grasstarter, ich habe auch hier so Punkte gegeben, also wie ich sie halt fand. Ich habe es jetzt so ungefähr gemacht. Ja, er soll sich entwickeln in diesen hier. Fand ich ein bisschen komisch hier mit den Bergen, Pokébälle und der im Schwanz da kleben hat. Sah irgendwie komisch aus. Genau wie hier das. Fand ich das. Sieht aus wie eine bekiffte Katze. Hat aber auch eine komische Form. Wisst ihr, was ich meine? Und dann hier. Fand ich eher würdiger als die anderen. Ja, 20 Punkte mehr. Heißt die echt Sprigatiti? Sprigatito? Ja, und dann haben wir hier die. Fand ich auch nicht schlecht. Kittief. Und dann zum Schluss, glaube ich, der hier, ne? Ja. Fand ich, sieht am besten aus, finde ich, von allen. Oder? Kommt am ehesten, finde ich. Hat doch was. Genau. Das ist das. Jetzt kommen die zur zweiten Entwicklung. Ja, was das sein soll, ich weiß es nicht. Der hat hier komische Hörner aus den Ohren rausgucken. Der hat hier ein Tütü. Eine Rose. Also, ich weiß, wusste nicht, ob ich das reintun soll oder nicht. Dann hier das sieht ein bisschen so verschleiert aus und schlicht. Also. Keine Ahnung, was er von sein halten soll. Dann genau das hier, genau wie das hier. Warum ist er auf zwei Beinen? Ich hasse ja, wenn vier Beine auf zwei Beinen stehen. Hasse ich. In der Regel. Deswegen. Was macht das da? Hat das da so Fächer noch an? Dann hier die Rose, wo die drin ist. Da guckt da noch eine Blume raus. Also, ja. Ein bisschen zu viel des Guten. Ist ja schon ein anderer Unterschied, ne? Ja, jetzt. Also es soll ja auch Pflanze Fee sein. Das soll Pflanze Psycho sein. Ja, das ist das gleiche Spielchen. Das hier ist cool, ne? Kann man machen. Aber hier diese Blume am Hals, dass der Kopf dann rauskommt, ist ein bisschen komisch. Das sieht aus wie ein Gremlin, oder? Das sieht echt aus wie ein Gremlin. Wenn ihr die Gremlins kennt. Auch wie eine Pflanze Fee. Ich glaube, die meisten wollen Pflanze Fee bei dem Starter haben. Kann das sein? Dann haben wir hier das. Das sieht aus wie Terry Bark. Das sieht schon cooler aus. Ich finde das auch cool hier mit dem Dornen. Um die Beine. Hat zwar hier eine Knospe als Schwanz. Aber finde ich, sieht schick aus.
Heli sieht auch sehr fein aus. Auch Pflanze Fee. Ich glaube, da ist. Ich glaube, man will. Ach, das ist sogar von der. Von dem, den ich auch hatte. So, der. Wieso habe ich den so hoch posiert? Sieht ein bisschen aus wie ein Säbelzahntiger. Ne? Mit diesen Palmenblätter. Auch wieder Pflanze Fee, also Schlopp. Pflanze Fee. Dann haben wir hier so auch so komische Blätter am Po. Ist auch ein bisschen Säbelzahntiger-like, ne? Fand ich aber auch cool. Hier mit diesen, wie nennt man das? Rasierklingen. Und Pflanze Unlicht. Ja, würde ich auch fühlen. Ja, das ist das, was ich auf Platz 1 habe. Sieht eigentlich am besten aus, fand ich. Auch hier sehr schick, edel. Diesen, aber wie nennt man das? Hat man bei den Adligen, bei den Rittern auch hier diese Symbole, ne? Fand ich echt nicht schlecht. Ist nicht zu viel, ist aber auch nicht zu wenig an dem dran. Weißt du, was ich meine? Und ja, habe ich einfach auf Platz 1 gemacht. Pflanze Psycho. Ja. Das dazu. Zum Pflanzstarter. Die anderen haben mehr. Beziehungsweise in der Endstufe mehr. Ja, gucke, die zweite Stufe habe ich nicht so viel Wichtiges gefunden. Ich habe einmal hier den mit der Maske. Und einmal den hier. Das aussieht wie ein Dino. Sieht aus wie der vierte Gen Fossil-Pokémon. Ich weiß nicht. Ah, habe ich nicht so gefühlt. Aber jetzt die Endstufe. Das habe ich jetzt auch nicht so gefühlt. Auf zwei Beinen. Okay, ist auf zwei Beinen. Alles gut. Aber dieses Dunkelige, das passt irgendwie nicht mehr zu ihm jetzt. Dann den hier. Das ist irgendwie so voller Fettklops irgendwie. Klar, der sieht auch da ein bisschen fetter aus, aber. Also Fett. Feuer, Boden. Dann diese Hörner, als ob der vom Satan oder so ist. Also, ist nicht so meins. Soll nicht so klumpig sein. So, der hier, der hat Flügel. Hat auch hier die Maske. Warum wollen die alle so eine Maske haben? Achso, weil das Weiße, weil die denken, das Weiße wird zur Maske. Ja, und dann haben wir hier das. Das ist irgendwie so Verarsche, also hier richtig Verarsche. Among Us. Da hat man gedacht, ja, sieht aus wie so eine Among Us Figur. Hier die, hier diesen Rucksack, ne, die wir hinten dran haben. Und hier diesen, dieses Glas, Raumschiffglas. Und das gleiche Spielchen wie hier. Ja, gut. Dann haben wir hier auch so ein dicker. Ich fand das einfach zu dick, zu schlicht und dick. Das sieht aus wie ein Drache. Feuerdrache ist auch Feuerdrache. Die Umsetzung ist cool, gut. Aber das Design finde ich nicht so geil. Wie das hier so. Ja, ich weiß, weil hier es auch so ist, ne? Aber ich finde den hier so. Ja. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Hier auch wiederum. Sieht auch schick aus. Könnte aber auch die zweite Stufe sein. Erste Stufe sein. Nur Feuer. Dann haben wir ihn. Das sieht ein bisschen speziell aus. Ist Feuerstahl. Okay. Ich weiß nicht, was das hier sein soll. Hat er da eine Fackel am Mund oder? Ist ja immer weirder, ne? Ist ja immer weirder. Was sie sich ausdenken. Jo. Das sieht aus wie eine dicke Eidechse. Ist Feuerfee. Also hier beim Feuerstarter ist alles mal so durcheinander, ne? Es gibt Fee, es gibt Bohnen, es gibt
War das Stahl? Sieht das auch cool aus? Das würde ich sogar fühlen. Hat 80 Punkte. Ach, hier ist sogar Werbung. Aber ich habe es halt einfach aus Instagram alle rausgesucht und wollte die einfach mal so bewerten. Hier, das finde ich auch nicht so krass. Also, wieso habe ich das denn so hoch platziert? Weiß ich nicht so. Ja, das ist ein guter Sprung. Aber den hier fand ich so gut. Ich weiß wieso, aber die Arts von dem sind echt geil. Auch diese Farbkombination hier. Feuergeist ist das sogar. Ist cool. Hier kommt irgendwie so ein Geistrauch von ihm raus. Der Iro. Dieser dicke Hals. Aber untenrum halt ein bisschen dünner. Ich finde das Design halt sehr cool. Passt auch zu ihm. Und dann habe ich den genommen. Ich finde den am besten, aber ihn fand ich ein bisschen lustig halt. So ein bisschen wie so ein Lorsch. Es erinnert mich irgendwie an meine an meinen Geckos. Hat was. Den mit dem Schwanz hier. Und dieses Gesicht. Könnte echt ein Gecko sein. Ist auch Feuerdrache, ne? Ach, da stand vorher. Da stand vorher Fee. Alles klar. Ja, das ist Feuerstarter. Und jetzt kommt zum Wasserstarter der zweiten Stufe, erste Stufe. Der hier ist das nicht so die Erweiterung, fand ich. Deswegen so. Ich weiß, wie er mich erinnert an einem Tamagotchi. Das sieht genauso aus. Das sieht aus wie so ein Möwe. Eine Möwe. Auch nicht so cool. Das hier. Ja. Könnte von einem Kindersängel sein. Das Video fand ich irgendwie cool. Ja. Kann man machen. Muss man nicht. Aber gefällt mir nicht. Und dann hier das. Am besten abgeschnitten. Ach so. Wegen der Mütze fand ich den gut. Aber eigentlich am besten den hier, finde ich. So. Bei dem ist richtig viel. Ja, da fange ich erstmal damit an. Feuer. Wasser. Kampf. Like a Truthahn. Junge. Also, wenn der so wird, ne? Dann ein No-Go. Hier mal alle. Dachte noch mal auch wieder Wasserkampf. Scheinbar will man Kampf haben beim Wasserstarter. Ich weiß auch nicht, ob die das hören, wie die es haben wollen und so. Oder ob das schon alles fertig ist. Das kann ja auch sein. Im Juni werden wir eh so fies. Na, sehen, ne? Da werden auch viele Updates kommen. Das ist jetzt erstmal eine lange Zeit, bis das nächste kommt. Gebe ich euch schon mal die Info. Dass es erstmal dauert, bis die nächste Info kommt. Erst im Juni wieder. Oder vor Juni. Ja, hier ist. Ja, die wollen halt so Matrosen daraus machen, ne? Der erinnert mich aber irgendwie an Elex 2. Diese Vögel. Die hatten ja auch diesen riesen Herz vorne. Ja, der auch mit Piratenhut. Fernglas. Ja. Fand ich auch nicht so geil. Der hier ist ja auch wie Matrosen. Ey, die Pokémon. Keine Ahnung. Ich finde, das sieht so menschlich. Zu menschlich aus. Oh, wie er hier. Das sieht einfach zu menschlich aus.
Ja, der ging noch halt, ne? Eisspeer. Wasserkampf auch wieder. Haben wir da Typenkombination? Nee. Okay. Dann haben wir ihn. Das Gesicht von ihm, ne? Ja. Ist okay. Hier das. Ja, kann man auch machen. Wobei, ja. Ist aber auch like Dingens, ne? Like menschlich. Das sieht cool aus. Das ist auch eine komische, also gute Farbkombination, weil es auch Wassergeist ist. Hat auch diesen Hut an, aber ich glaube, die wollen alle, dass halt so kapitänmäßig aussehen soll. Hier ist eine ganz andere Richtung eingeschlagen worden. Wasserpsycho. So mit Schnurhaaren. Was ist das? Und diesen Kranz hier im Hals. Und diese Mütze. Ja. Ist aber nicht auch meins. Ich glaube, hier, das soll Wasser-Eis sein, oder? Ja. Kann ich auch nichts dazu sagen, aber hier auch hier Kapitän. Ist mir auch ein bisschen auch zu mager, finde ich. Da finde ich, ich weiß nicht wieso ich das so platziert habe, finde ich den hier besser. Bisher am besten. Der hier auf, keine Ahnung, der schwebt einfach auf der Wolke. Wie will der bitte sich bewegen? Der ist in der Wolke drin. Keine Ahnung. Hier ist garantiert Kampf, Wasserkampf. Am Ankerarm wie Popeye. Sieht ein bisschen aus wie Popeye, ne? Mit dem Anker hier als Franz. Und diese Mütze. Joa. So, dann haben wir den hier. Keine Ahnung, das miesen Mittelfinger. Aber ansonsten gefällt er mir halt. So, den fand ich am besten, ne? Ja. Der war richtig schick. Der war nicht so übertrieben und kapitänmäßig, finde ich. Blöd. Muss nicht sein. Ein bisschen geht immer, wie hier Mütze geht super. Ich glaube, es ist auch der Eiser gleich, ne? Der, dieser Trainer Mats, der macht richtig gute. Der macht richtig gute Sande, finde ich. Sieht aus diesem Flamingo, aber halt ein bisschen kräftiger. Und die Flügel finde ich auch sehr, sehr majestätisch und alles. Ist auch wieder Wasserkampf, also. Ich denke, wird Kampf. Also Kampf wird sich am meisten gewünscht hiermit. Und ich glaube, hier war es Fee, ne? Hier war es Fee. Und hier war es Boden oder so, ne? Boden oder Geist? Boden, Geist? So in etwa. Ja, das war es eigentlich auch schon. Das waren halt die Starte, die ich so rausgefunden habe. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Mal gucken, wann das nächste Update kommt. Vielleicht schaue ich mir es auch. Vielleicht kommt ja ein Trailer raus, den wir uns dann real dann auch dann anschauen. Und ich würde sagen, haut rein. Wir sehen uns dann. Bis demnächst.